Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gläubige, in dem weltberühmten Kunstmuseum der Uffizien in Florenz gibt es ein Bild, das den eigentlichen Kern des Wunders im heutigen Evangelium von der Heilung des Aussätzigen wunderbar zur Sprache bringt. Zwischen all den Kostbarkeiten der Renaissance-Künstler hängen da und dort auch kleinere Werke, die kaum ein Besucher beachtet. Eines davon zeigt eine Szene aus dem Leben des heiligen Benedikt von Nursia. Benedikt ist noch ein Kind und neben ihm steht seine Amme, der gerade eine Schüssel hinuntergefallen ist, sodass sie zerbrach. Der kleine Benedikt setzt sich zu Boden, betet kurz und macht aus der zerbrochenen Schüssel wieder eine ganze. Dieses kleine Bild ist nicht besonders wertvoll, es sagt aber viel mehr aus als manch unbezahlbares Meisterwerk. Denn der unbekannte Maler bringt in der Sprache der heiligen Legende etwas ins Bild, was das Wunder wirklich ist. Wunder ist nicht Zauberei, sondern wenn etwas wieder ganz und heil wird, so wie es von seinem Schöpfer her gemeint ist. In der Schüssel des heiligen Benedikt liegt der Schlüssel zum heutigen Heilungswunder verborgen. Das Leben des Aussätzigen ist durch seine Lepra zerbrochen, äußerlich und innerlich. Er ist ein lebender Toter, ja ein Todgeweihter, der weder in der Gesellschaft noch in der Familie eine Heimat hat. Wer wäre angesichts seiner todbringenden und unheilbaren Krankheit nicht verzweifelt und vollkommen innerlich gebrochen und zerbrochen? Der Mann, der auf Jesus aber zugeht, setzt die Schritte des Vertrauens aus einem gläubigen Herzen heraus, sogar so tief, dass ihm die Strafe der Menge scheinbar egal ist, denn er wäre gesteinigt worden, wenn er sich mit seinem Aussatz wieder in der Stadt gezeigt hat. Er bahnt sich seinen Weg durch die Menge, fällt vor Jesus, seinem Heiland, auf die Knie und dann kommt dieser wichtige und lebensentscheidende Satz auch für uns, der so wichtig ist, dass er es ins Evangelium geschafft hat. Dieser Mann sagt, wenn du willst, kannst du mich rein machen. Warum sagt dieser Mensch rein machen? Würden wir nicht sagen, wenn du willst, lieber Gott, kannst du mich heilen, kannst du mich gesund machen? Warum rein machen? Reinheit ist in der Bibel kein medizinischer Begriff, sondern ein kultischer, ein religiöser. Ein Unreiner durfte damals weder in den Tempel noch in die Synagoge noch in die Stadt gehen. Er durfte zu Hause nicht einmal die rituellen Gebete vollbringen. Der einzige Wunsch von diesen Menschen ist, wieder rein zu werden. Wir könnten es heute übersetzen: Herr, wenn du willst, kannst du meine Seele retten. Ja, Herr, rette meine Seele. Gib, dass meine Seele wieder von Gott berührt ist. Herr, weise deinen Knecht nicht zurück. Und Jesus, der Heiland, tut dann das Undenkbare. Er berührt den Unreinen, den von Lepra Erkrankten und reinigt ihn von diesem Aussatz. Er fügt die zersprungene Seele wieder zusammen und heilt auch seinen Leib. Wenn wir heute glauben, dass es hier nur um die Heilung von Lepra geht, dann verstehen wir das Evangelium nicht ganz. Ein Blick auf die Erscheinungen von Lourdes helfen uns, denn dort wirkt der Himmel, wirkt die Mutter Gottes auch heute noch Wunder. In Lourdes ist Maria, die Immaculata 1858, der 14-jährigen Bernadette 18 Mal erschienen. Und auch heute passieren dort noch regelrechte Wunder. Dort kann man heute die Krücken und Gehhilfen von unzähligen Geheilten sehen, die sich aufstellen wie ein ganzer Wald, der uns die Wunder zeigt. Und auch heute müssen dort unabhängige Ärztekommissionen, deren nicht selten atheistische Ärzte angehören, bestätigen, dass es dort Heilungen gibt, die medizinisch, wissenschaftlich nicht erklärbar sind.
Wer aber pilgert nach Lourdes nur und ausschließlich die Kranken, nicht auch augenscheinlich Gesunde? Dieser Marienwallfahrtsort und das heutige Evangelium bringen uns die konkrete Botschaft für unsere Zeit. Denn heute gibt es alle möglichen Krankheiten. Leider gibt es, Gott sei Dank, viele Medikamente und Pulver. Aber es gibt doch eine Krankheit, die wie eine Seuche den Erdenrund in Bann hält und um die Erde grassiert. Es ist nicht die sichtbare Lepra. Wenn man von dieser Krankheit, von dieser unsichtbaren Krankheit befallen wird, wird man weder ausgestoßen noch unrein, ja oft ist sie ganz unbemerkt. Es ist eine Krankheit, die man beschreiben könnte als die geistige Blindheit. Die geistige Blindheit, die dann solche Sätze produziert, Hauptsache gesund sein. Lehrt uns die Erfahrung des Lebens, dass es nicht auch wichtigere Dinge gibt? Das musste ich schmerzlich selber erfahren, als ein 22-jähriger Studienkollege 100 Meter vor seinem Haus einen schweren Autounfall hatte und seitdem querschnittsgelähmt ist. Er macht heute sein Theologiestudium noch weiter. Daniele ist sein Name und er strahlt heute mehr Leben und mehr Vertrauen und Glauben an Gott aus als vor dem Unfall. Er ist alles andere als gesund, sondern querschnittsgelähmt. Aber in seinem tiefen Herzen strahlt er eine Freude über das Leben und über den lieben Gott aus, dass man es nicht mit Worte fassen kann. Und sein Leben ist für mich ein Beweis, dass es tiefere, wichtigere Dinge gibt. Hauptsache Freunde haben, Hauptsache Familie haben, Hauptsache sich geliebt wissen, ja, Hauptsache glauben können, auch im Leiden. Wenn wir heute auf diesen geheilten Menschen schauen, der zu Jesus spricht, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinmachen, dann dürfen wir zu Jesus in der Heiligen Messe heute sagen, Herr, rette meine Seele. Das ist die Hauptsache in unserem Leben. Rette meine Seele. Gib, dass meine Seele nach meinem Tod auch zu dir in den Himmel kommt, dass ich in den Himmel komme. Herr, rette meine Seele. Das ist oft ein Satz, den man wie einen Aussätzigen behandelt, den man nicht anschauen möchte, nicht aussprechen möchte, den man am liebsten in die Verbannung schickt. Aber der Herr sagt noch etwas heute zu uns. Zeige dich dem Priester. Wir sollen unsere Gebrechen dem hohen Priester Jesus Christus zeigen und um seine Kraft und Stärke bitten. Und wenn es etwas gibt, was mich von Gott trennt, Sünde und Schuld, dann dürfen und sollen wir und müssen wir es dem Priester in der Beichte zeigen und sagen, dass er mich reinigt im Blute Jesu, das durch das heilige Messopfer auf unserem Altar fließen wird. Wenn wir heute auf den Altar schauen, dann sehen wir in der zerbrochenen Hostie Jesus Christus selbst. Er ist das Lamm Gottes, das alle Sünde, alles Zerbrochene, alle Krankheit und alles Leid in seinem heiligen Kreuz auf sich genommen hat und aus dieser Welt hinwegträgt. Er ist das Lamm Gottes, das meine Seele rettet. Ihm sei die Ehre in alle Ewigkeit. Amen.